32. Rock habe Mesh. So. Hallo? So. Die kommen jetzt auch nochmal in den Kompressor. Advanced Alloy. Das war noch so ein spezielles Teil. Oh ja. Wie viel brauche ich? Ich brauche 2, 4. Also 2 komplette Teile brauche ich. 3 Iron, 3 Bronze, 13. Gut. Bronze. Habe ich Bronze noch? Boah. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Kappa, Elektron, Aluminium. Nein. Doch, Block of Bronze. Gut. Habe ich davon immerhin noch was. Schön zu wissen. Zwei waren das. So. Weg mit euch. Dann brauche ich noch 7 Zinn. Komm, mach erstmal den Schrott. Dann den. So, und jetzt noch 6 Iron. Und zack. So, die werden alle in einer bestimmten freien Folge übereinander gelegt, nämlich Iron, Bronze, Zinn. Schön. Ganz unten, in der Mitte und ganz oben. So. 4 Mixed Metal Ingots. Und ins Bett. Denn, naja, okay, ob ich jetzt 24 EU pro Tick bekomme oder rechnen oder 16 ist jetzt eigentlich nicht so die Welt. Aber muss ja mit der Zeit gehen. So. Ja, ich brauche hier noch16 Iron Plates. So, Basic Machine Casing, Basic Machine Casing. Schön. Ihr seid fertig. Das ist auch schön. So. So, und hallo? So. Jetzt habe ich, glaube ich, alles, was ich brauche. Glowstone habe ich auch noch. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Schön. Zack. Und das Ding wird jetzt mal direkt hier dran gebaut. Oh. Braucht das irgendwas? Oder läuft das gerade? Do you matter? Okay, es läuft. Aber ich glaube, ja, es zieht gerade die Energie von den Teilen komplett ab. Zumindest könnte ich mir das gut vorstellen. So. Kann ich jetzt noch
Scrap herstellen mit einem Recycler. Recycler, Kompressor, Glowstone, Dirt und Iron Ingot, gut. Gut, das kann man schnell bauen. Nein. So geht das Ganze. Die 8 kommen da rein. Oh mein Gott. Was ich hier an Eisen verbrauche und so weiter, das ist wirklich nicht feierlich. Aber es muss sein. Oh. Es muss einfach sein. So. Hallo? Basic Machine Casing. Plus Electronic Circuit. Ja, ich glaube dafür 1, 2, 3 habe ich jetzt nicht mehr genug. Cutting. Doch, habe ich genau richtig viel. So. Und zack. 1, 2. Electronic Circuit. Sehr schön. Und jetzt brauche ich noch den Cobblestone. Habe ich 8 gemacht statt 6. Captain super schlau. Das war wieder unterwegs. Da ist der Circuit. Super. Oh, ich habe kein Dirt. Das Ding läuft noch immer. Hoffe ich mal. Oder ich muss da tatsächlich was reintun. Das weiß ich jetzt allerdings nicht. 3 Dirt. Ich brauche aber mehr. Ich brauche nämlich noch ein Dirt mehr. Ja. Hallo? So. Und wir haben alles, was wir brauchen. So. Kompressor. 2 Stück Eisen. Ah ja, das Glowstone fehlt noch. Und wir haben einen Recycler. Schön. Soll ich den auch hier dran legen? Mach das so, ich stell hier noch einen dran und dann zack daneben. Der hat auch EU. Das ist schön. Allerdings macht der gerade nichts. Ich gehe mal nach unten gucken, ob wir irgendwo noch ein bisschen was an Zeug haben, was wir nicht brauchen. Da bisschen Gravel, bisschen 64 Dirt. Also wir haben noch Marble. Ja, komm, oben die Marble Etage habe ich ja abgeschlossen. Da geht das Ganze. Ein Scrap haben wir rausbekommen. Super schön. Wenn wir jetzt diesen Scrap da rein tun. Geht er nur weg. Frage ist jetzt, wie lange dauert das, bis das arbeitet? Denn die bräuchte ja insgesamt 1 Million EU. Wirklich 1 Million. Um ein Yo-Yo-Meter zu machen.
was schon ziemlich viel ist. 1%, juhu. Was passiert, wenn wir die da reinstecken? Können wir nicht. Gut. Nehmen wir die hierfür. 1%. Wow. Zack. Marble muss auch dran glauben. Okay, ich brauche dringend einen Shankloader. Denn da will ich so viel drinne verbraten. Da werde ich wirklich viel drinne verbraten müssen, um das Ganze profitabel zu machen. Okay. Was lohnt sich denn noch für mich? So. An. Ersten Zeug. Ein Solarhelm mit einem Magnum Torch. Genau. Eine Magnum Torch. Oh, da brauche ich aber Potion. Da brauche ich Potion für. Und die macht man natürlich nicht so einfach. Und was brauche ich noch dafür?